Ihr seid auf dem Pontberg-Kanal, ich bin der Frank. Herzlich willkommen bei fragfrank@pontberg.de. Heute eine Frage vom Armin oder ja, erstmal ein Beitrag. Erstmals vielen Dank für deine tollen Videos. Ich habe meinen Keuteich vor 6 Jahren nach deinen Vorgaben mit Luftheber DN160 und Eigenbau Endlosbandfilter gebaut. Teich 28.000 Liter, 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer, 4 Rückläufe DN110 Endlosbandfilter. Breite 750 mm. Ich bin super, super fett geschrieben, damit zufrieden. Umwälzung mit der Thomas AP60-80, locker 30.000 Liter. Super, das freut mich. Sehr schön, Armin. Und nach 6 Jahren, da weiß man, wo der Hase langläuft. Also wenn es nicht gut gewesen wäre, hätte ich das inzwischen gemerkt. Dem ist nicht so. Und ja, ich gebe ja viele Tipps und begleite auch viele Teiche und leider hört man dann am Ende öfters mal nichts mehr, auch wenn die Leute super zufrieden sind. Wenn sie nicht zufrieden sind, hört man eher was. Deshalb auch nochmal hier an der Stelle an alle, wer irgendwas gemacht hat nach Empfehlung und ist zufrieden, darf das auch dann gerne hinterher gut kundtun. Das ist immer eine Freude. So, jetzt zu seiner Frage. Er hat das Gewebe in einem Online-Shop 60 μ Kunststoffgewebe gekauft und möchte jetzt 100 μ testen, aber das gibt's dort nicht. Kennst du eine Firma, bei der Siebgewebe aus Kunststoff in 100 μ als Privatperson angeboten wird, also für Privatkundschaft? Da muss ich sagen, ich kenne eine gute Quelle für Edelstahlgewebe online. Gut und günstig. Bei Kunststoffgeweben ist es ein bisschen schwieriger. Da ist mir leider so aus dem Stand keine Quelle bekannt, die ich empfehlen kann. Eine schon, aber jetzt nicht für deinen Anwendungsfall. Und zwar sehr viele Endlosbandfilter sind bestückt mit den Geweben der Schweizer Firma Sefar und dem blauen Reißverschluss. Die sind recht gut. Und haben natürlich ihren Preis, je nach Bandlänge, Breite, fängt es da irgendwo, glaube ich, bei 400-500 € an. Bei einem besonders breiten oder langen Band dann auch noch mal mehr. Und Zielgruppe ist Gewerbe. Ich glaube, das scheidet aus beiden Gründen aus, ist dir wahrscheinlich zu hochpreisig. Und du suchst ja eine Quelle, die an Privatpersonen liefert. Bei Kunststoffgeweben für Endlosbandfilter ist aus meiner Sicht eine Sache wichtig. Und zwar, ich würde kein mehrlagiges Gewebe nehmen. Mehrlagiges Gewebe ist schwer zu reinigen und setzt sich meistens in der Tiefe, also im Inneren des Gewebes zu. Es sollte ein einlagiges Gewebe sein und entsprechend trotzdem stabil, weil je nachdem, welche Kräfte da drauf wirken, mit deinem Endlosbandfilter soll es sich natürlich nicht verziehen, soll nicht die Struktur gestört werden. Und last but not least, auch noch ein ganz wichtiger Punkt beim Endlosbandfilter, man muss es entweder hinfriemeln, was heißt es, dass man selber dann zunäht, das kann gehen, ist jetzt natürlich nicht so professionell, oder man hat schon eingearbeiteten Reißverschluss, das wäre die Profilösung. Und spätestens dann, wenn der Reißverschluss eingearbeitet ist, wird es wahrscheinlich nicht günstig sein. Also, ich kann da leider die Quelle so aus dem Stand nicht nennen, aber der Kanal besteht ja mehr als jetzt nur ich, also auch aus euch allen, aus der Community. Und deshalb gebe ich die Frage mal weiter. Kennt jemand eine gute Quelle von Kunststoffgeweben, Kunststoffsieben für Endlosbandfilter in 100 μ und kein mehrlagiges Gewebe, sage ich sicherheitshalber mal noch dazu, dann gerne unten rein ins Kommentarfeld oder oben an fragfrank@pontberg.de eine kleine Info schicken, dann gebe ich die gerne an den Armin weiter. Das war's für heute, bis bald, ciao.